Und endlich geht es hier weiter und es muss keiner mehr in Panik sein. Wir sind hier zusammen und feiern Old School Thrash Metal. Hier ist Panic! We'll be right back.
hier zu sein. Und vor allem in der Heimatstadt von unserem Schlagzeuger Gerd, Gelsenkirchen. Okay. Und ich will jetzt auf jeden Fall den Gefallen, müsst ihr mir tun, den ersten Moshpit des Abends sehen, okay? Seid ihr bereit? Ja? Okay, hier ist für euch S.S.P. We'll be right back.
Rockhard Festival, ihr seid die geilsten überhaupt, eins der
geilsten Festivals überhaupt. Und ich finde es so krass, wie viele von euch jetzt schon am Freitagnachmittag hier sind. Mega, mega danke. Und an dieser Stelle, ich muss auch echt nochmal sagen, 43 Jahre Holy Moses bin ich in dieser fucking Band. Und das habe ich nur euch zu verdanken. Mein Herz geht an euch. Danke, Gelsenkirchen. Danke, Rock Hard Festival. Unglaublich. Oh, ey. Hört auf, ich fang gleich an zu heulen. Okay. Das neue Album in Invisible Queen. Gerade habt ihr unseren Titeltrack gehört. Es ist das letzte Album von Holy Moses und es ist unsere letzte Tour. Und wir haben für euch natürlich noch einen Song vom neuen Album mitgebracht. Der Oberhammer auf YouTube, über 80.000 Klicks. Ich kann es echt nicht fassen. Hier ist für euch Cult of the Machine. Falls du dir jetzt am Livestream das anguckst, mach die Ohren zu. Hier ist Nothing for Weibel! We'll be right back.
hier ist Oldschool, ich freue mich so sehr. Können wir nochmal einen Sprung zurück machen in die Geschichte von Holy Moses. Hier ist für euch World Chaos.
Ihr seid doch alle mindestens genauso jung wie ich, ne? Okay. Alles 60 plus fängt jetzt an zu hüpfen. Und alles unter 60 plus muss sowieso hüpfen. Okay. Fangen wir an? Okay. Ich mach vor. Okay, die 1963er Jahrgänge sind sowieso die besten. Tom Angel Ripper und Sabina, 1963 passt, oder? Dieses Jahr 60 und ich möchte sehen, ob ihr genauso fit seid wie ich. Hier ist für euch Underdogs. Okay, come on, da ist die Küche. Unglaublich. Lasst uns gemeinsam jetzt ins Jahr 1987 gehen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin gerade wirklich sehr emotional, denn es wird jetzt jemand auf die Bühne kommen, mit dem ich 30 Jahre nicht auf der Bühne stande. Aber der Mensch, der die ersten Hits von Holy Moses geschrieben hat, und ich weiß auch, mit eurem Lieblingsalbum. Und ich glaube, ihr seht jetzt nur dieses T-Shirt, wenn da SOD draufsteht. Wisst ihr, wer das ist? Hier ist euch Andy Klassen! Andy, seid ihr alle bereit?
Okay, hier ist euch. Finish with the Dogs. Yeah.
Und wenn ich mich euch anhören, hey, hey!